Wieso ist denn hier das Metall voll? Das sind schon leer, Alter. Ja, die normalen Inserter. Reichen die aus? Schick ab was im Chat. Hä? Ah, ich sag's so wie es ist, allein die normalen Inserter sind genug für 500 SPM. Ja, natürlich. Also du kannst auch eine ganze Base einfach nur mit normalen Inserter bauen. Natürlich. Ja. Aber wenn du Spaß an deinem Leben haben möchtest, dann nimmst du die Fast-Inserter. So. Was ist das für eine Aufforderung? Also behauptest du jetzt, dass dieser Typ keinen Spaß hat? Man muss auch ein bisschen Spice reinbringen, oder? Der hat überhaupt keinen Spaß. Also ich finde halt, besonders diese, wir haben sie, Moritz und ich haben sie früher immer MLG-Inserter genannt. Weil als wir das erste Mal Factorio gespielt haben, da haben wir, das hat uns komplett den Mind gesprengt einfach. Wie dieser Inserter sich die ganze Zeit gedreht hat und alles aufgesammelt. Der ist richtig am Ausrasten gewesen. Mittlerweile ist es ja irgendwie schon normal geworden, dass es so schnell ist. Aber der, puh, der macht schon viel geile Sachen. Und ich bin nicht ein Freund davon, alles mit gelben Insertern zu machen. Auch wenn es natürlich günstiger ist. Ja, man kann auch damit gehen, aber es sieht einfach cooler aus, wenn du blauen arbeitest. Ja. Es ist halt nur eine Stilfrage. Der Swag. Ja. Dreh den Swag auf. Dreh den Swagger ab. Ich helfe dir mal einfach. Ja. Ich hänge bei SE fest, das dauert seine Zeit. Meinst du jetzt Space Engineers? Oder was meinst du mit SE? Ich weiß nicht, was du mit SE meinst. Super Inserter. SE. Nee, Inserter. Inserter heißt es ja. SE. Ja, ach, bei Space Exploration fest. Ah, ja, okay. Das Modpack. Okay, ja gut. Ja, das habe ich auch noch nicht gespielt, aber ich könnte es mir auch vorstellen, noch zu spielen. Ich habe nur Angst, dass wenn ich das anfange und dann das DLC rauskommt für Factorio, dass ich dann enttäuscht bin, weil es nicht so komplex ist wie der Mod. Aber dafür halt einfacher und zugänglicher. Das, ne? Könnte auch irrational lang sein. It's too easy. Ich krieg Angst, weil es zu easy wird. Würde denn hier Stahl kommen? Stimmt, was der Angst machst hat, du gegen da? Dich zu kämpfen, weil er zu stark ist. Wir müssen nochmal wegen den Turrets sagen, was für eine Farbe wir haben wollen. Es ist gerade Tag. Jetzt ist das recht, ich hab's vergessen. Mach mal. Wir müssen mal hier gucken. Rot. Geh mal so in die Richtung orange-mäßig erstmal. Ja, irgendwas signalfarbenmäßiges. Das ist hier irgendwie was Gefahr signalisiert. Was signalisiert also komplett Gefahr, Leute? So, ne? Pink? Ja. Weil schwarz könnte ich, also das ist weiß, ich könnte aber auch schwarz machen, so. Das letzte, was du siehst, ist ein Rot. Schwarz und Grau ist nicht so schön. Und Orange? Ich suche gerade eher eine Freundschaftsfarbe mit Grau. Oh. Was ist denn geil an Grau? Ich könnte auch hier so ein Pink machen oder so. Oh, das sieht auch so ein bisschen Signal. Pink. Ups. Ja. Aber ich fühle ehrlich gesagt noch dieses Türkis so immer noch am meisten. Türkis ist ganz geil, das stimmt. Das kann man auch. Kann man so einrichten. Dann das war's bei Türkis. So. Jetzt geht's los hier. Aber ich kann auf jeden Fall verstehen, dass du bei Space Exploration noch voll hängst. Das, was ich darüber gehört habe, ist auch einfach nur, dass der Mod übel lange dauert. Wird's auch nicht. Factorio 2.0 ist aber so oder so ein kompletter Overhaul fürs ganze Game. Also muss man so oder so auch Vanilla Playthroughs neu starten, meiner Meinung nach. Ja, ja, auf jeden Fall. Also so oder so musst du definitiv einen neuen Spielstand anfangen. Auf jeden Fall. Und das ist ja auch so, dass der Entwickler vom Modpack bei dem Factorio 2.0, sagen wir es mal, also dem DLC, mithilft. Der entwickelt da mit. Also das wird schon eine gute Sache werden. Ist ja nicht nur, dass du jetzt ins All fliegen kannst und so, sondern es hat ja auch mit... Die Züge sind anders. Du kannst jetzt überirdische Züge bauen. So, what the fuck? Oder dass du halt
die Gleise auch auf eine neue Grid packen kannst, dass es komplett overhauled wurde. Und ganz viele andere Sachen auch noch, ne? Oh, die Rarität an Items! Alleine, was das für einen Unterschied im Game macht. Also, Ich muss definitiv nochmal neu anfangen. So, Stall. So weit aufgebaut, ne? Ne, da fehlt noch. Ja, ich mach das gerade per Hand, weil, Ich habe ein paar mitgebracht. Hast du ein paar Röte? Rote Bärs habe ich nur ein paar. Ja, das reicht hier. Hier sind auch nur noch ein paar, die benötigt werden. Ich baue die gerade per Hand, wie gesagt. Warum, ne? Rote Bärs per Hand machen? Ja, das dauert voll lange, aber ich würde jetzt nicht rüberlaufen. Da ist eh noch keine richtige Produktion. Ja, zack, zack. Kannst du auch die gelben hier in rote wieder umwandeln? Hast du noch genug? Yes, yes. Skibidi, yes. Yes, yes. Geil, ja, perfekt. Danke für die Rose. Vielen Dank für die Blume. Bei meinem ersten Versuch habe ich bei Space Exploration 100 Stunden für den ersten richtigen Space Science. Ja. Das ist auch so das, was ich höre, ja. Ah, ich finde es geil, dass man den Zug da nicht sehen kann. Ich baue da jetzt ein Radar hin. Da ist schon Blueprint bei den Stationen. Also ein Ghost-Radar. Ist das der... Das Stein ist wirklich ein Mod, der ewig dauert. Kupfer haben wir. Da kannst du richtig viel Zeit drin verbringen. Also perfekt eigentlich für unsere Gruppe, oder? Nochmal so 100 Stunden, bis es der Mod losgeht. Let's go. Yes. Skibidi, yes. Ich meine, was eigentlich mit den roten hier? Also mit diesen hier. Die werden eh nicht beladen. Noch nicht, weil die Züge noch nicht 4 lang sind. Die sind bisher nur 2 Waggons lang. Das hatte ich Stefan auch mal gesagt, aber der hat das noch nicht gemacht. Aber wenn wir dann Züge haben, ich will die so weit machen, dass die dann 4 Waggons haben. Sodass wir weniger Züge auf den Strecken haben, aber dafür, dass die mehr laden. Dass die Ores schneller rausgesogen werden. Ja. Was ist denn mit Kupfer los? Schneller abtransportiert. Ja, was ist denn mit Kupfer los? Ja, wir haben keinen einzigen Ofen, der gerade Kupfer produziert. Ach ja. Ah. Ja, dann. Ist es das hier? Wird das Kupfer? Ja. Kannst du auch mal anbinden sonst. Da unten. Ich binde mir gleich was um. So, ich gehe erstmal hinten kurz wieder rote Balls holen. Ich mach mal kurz vor, welche Richtung ich mir das gedacht habe, dass die gehen. Ne? Oh, 500, das ist doch gut. So, geht das hier? Das ist natürlich viel zu eng. Gehen die überhaupt hier durch? Nö. Ja gut, dann kannst du es eh vergessen. Na gut, dann nicht. Dann müssen die halt hier durch. Ja, erstmal so hinsetzen, dass wir es haben, und wenn wir dann richtig geile Roboter haben, dann läuft das besser. Weiß man, wann das DLC kommen soll ungefähr? Ich gehe ja von dieses Jahr aus, Ende diesen Jahres. Ja, schreibt doch gerade der Basinko, ja. Ich gehe davon aus, Ende diesen Jahres. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das gesagt wurde oder ob das einfach so eine Annahme ist, die jeder hat. Also ich weiß nicht, ob es offiziell ist. Es gibt jedenfalls kein konkretes Datum. Das gibt es definitiv nicht. Concrete. Na, wir kriegen langsam rote Bärs. Wie viel hast du genommen? Alle. Schön. 580 waren drin. Okay, das ist sehr gut. Das sollte reichen, erstmal für den Anfang. Ja. Erstmal wichtig für Kupfer. Kupfer. Aber chill mal. Aber hier sind nur 3, ne, Anschlüsse statt 4. Ja, dann machst du das auf 3 runter. Okay. Vier, zwei, drei. I got it. Wow, ist das, nee, der noch. Ist ja blau.
Obwohl, nee, da müsste ich ja noch einen Platz machen dafür, ne? Nee, muss ich nicht. Nee, muss ich. Gut. Wäre nice, auf jeden Fall. Also ich habe da auch richtig Bock drauf auf das Neue. Gibt ja schon Ewigkeiten keinen neuen Content mehr in Factorio. Und das wäre jetzt nochmal so ein richtig ein nicer Schub. Was ich auch geil finden würde, wenn die Terraria auch ein Content bringen würden. Oh ja, Terraria braucht unbedingt mehr Content so. Es ist zwar so gut, wie es ist, aber es wäre richtig geil, wenn die nochmal neuen Content bringen. So ähnlich wie als der Hard Mode rauskam. Das war ja nicht von Anfang an so. Plötzlich konntest du die Wall of Flesh töten und die ganze Welt hat sich geändert und es gab ein neues Zeitalter an Schwierigkeit. Das kam einfach plötzlich mit dem Update. Ja, die Zeit habe ich nicht miterlebt. Leider. Ja, schade, wirklich. Hab damals mit den Jungs wirklich nach jedem Terraria-Update, was irgendwie alle ein Jahr, jedes Jahr war, glaube ich. Also ich glaube wirklich jedes Jahr kam ein Update. Haben wir eine neue Welt gestartet und sind so reingegangen, Alter. Das war so nice. Stell vor, nach Moonlord kommt nochmal ungefähr doppelt so viel Spielzeit. Das würde ich feiern. Das wäre geil. Neue Items. Viel mehr Waffen. Nee, das funktioniert ja, stimmt. Also ich, wie gesagt, ich finde es auch super. Das letzte Update war ja, glaube ich, Schimmer, ne? Ja, genau. Aber Schimmer ist halt wirklich so, ja, ganz nett, das aber ist, eigentlich es auch ist, es ist. Es ist, ja, das wollte ich gerade sagen. Es ist sehr geil, aber es ist halt kein. Mit neuen Content möchte ich mehr Bosse und sowas, neue Waffen. Ja, ja. Richtig neuen Content gab es eigentlich nie. Es gibt nur Quality of Life, kleine Veränderungen, bisschen mehr Deko. Es gibt eigentlich nur so, das so ein bisschen Feinschliff. Aber nicht irgendwie mehr Content. Das gab es bisher eigentlich lange nicht mehr. Ich schließe das direkt hier an, oder was? Kupfer? Ja. Wie mache ich das? Weil bis jetzt ist Kupferanschluss oben. Ich müsste ihn irgendwie hier runterführen. Ja, ich muss sowieso das ganze Öl hier auch mal abreißen. Aber ich will das noch ein bisschen rauszögern. Oh, hier bin ich unsicher. Ist das Kupfer hier? Kommt denn das überhaupt? Platziert das da? Von da oben, von ganz, ganz oben hier. Da, wo ich jetzt stehe. Hier war früher Kupferanschluss. Ah, da. Okay, Man könnte es rechts reinfuschen, du könntest es aber auch hier durch, das ist aber auch alles sehr voll. Ja, ist schwierig. Mach das mal als eine Lane hier, warte mal. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Erstmal nur eine Lane, dann läuft es erstmal und dann können wir es gleich nochmal weitermachen. Und zwar hier. Falsch rum, fuck. Das müsste gehen, oder? Nee, gerade so nicht. Aber dann so. Jetzt habe ich keine mehr. So. Bumm. Und ab da kannst du das dann in den Mainbus runterführen. Und alles, was oben an Kupfer braucht, da änderst du die Pipes, die Barrels einfach andersrum um. Dass das von oben nach unten dann noch von hier aus nach oben geht. Und dann an irgendwas oben verbindest. Weißt du? Dann müsste das eigentlich funktionieren. Damit die alten eingespeist werden, meinst du noch? Ja. Muss ich mal gucken. Mach dir hier nochmal ein bisschen mehr Platz. Eigentlich ist das ab hier. So, zack. So, so. Und so. Ja. So hast du ein bisschen mehr Spielraum. Factorio Friday Facts 373, glaube, wurde gesagt in einem Jahr. Aber das war letzten August oder so. Dann ist das, was ich noch im Kopf habe, weil ich lese die auch immer nur so grob. Also, ne? Wäre geil, wenn es Ende dieses Jahres rauskommt. Das werden wir auf jeden Fall angucken. Eure Spaghetti-Base erinnert mich an meine Anfangszeiten. Ey, das habe ich auch schon gesagt, glaube ich. Das ist wirklich so die... Wenn du deine erste Welt hast, das ist das, was wir hier oben haben. Das ist einfach nur Chaos. Das ist nicht viel. Das ist... Guck mal. Warte, hä? Was war das denn jetzt? Hallo, ich will pingen. Hm? Kann ich nicht pingen. Steuerung alt. Ja. Steuerung alt. Das ist, betrifft aber nur hier so die Ecke. Mann, da so.
Ich kann, ich ping dieses blöde Öl. Da, so diese Ecke hier. Ja, ja. Alles, was wir am Anfang gemacht haben, so. Alter, ey. Ich hatte halt gedacht, dass wir das auf keinen Fall so bauen können, dass es von Anfang an auf Zukunft orientiert ist, also upgradable ist, weil wir halt sehr viele Beißer auf der Map haben, die sehr nah sind. Und ich dachte halt, es ist einfacher, wenn wir sehr eng bauen, damit wir weniger Platz haben zu verteidigen. Das war aber ein Fehler. Also wir hätten es definitiv schon gleich mit Main Bus anbauen können, sodass es einfacher ist für uns abzugraden und nicht so ein Spaghetti wie jetzt. Das wäre definitiv möglich gewesen. Spaghetti. Spaghetti. Eins davon Spaghetti, schnell, ich möchte es hören. Spaghetti? Spaghetto. Nee, Spaghetti. Spaghetti. Doch, ich glaube, das sag ich von Vsauce. Ich glaube, der hat mal gesagt, das ist ein Spaghetto. Ein Spaghetto. It's also Spaghetti. Ein so. Okay. Hat schon mal Spaghetti, kriegt jetzt eine ganz neue Bedeutung. Oh Gott. Das war zu Meme-Review-Zeiten, oder? Ja, ja, definitiv. Da habe ich noch PewDiePie Stimme im Kopf. Und hat schon mal Spaghetti. So, ich glaube, Kupfer müsste jetzt laufen, wenn ich das richtig gemacht habe. Gucken wir mal. H drücken. Oh Junge. Somebody touch my spaghetti. Oh. Was jetzt im Auge, ja, wo fliegen denn jetzt meine Viecher hin? Ach Quatsch, das ist. Oh! Huch! Nee, hey, das war mein hier. Quatsch. Bullshit. No, stop. Stop it! No! Ja, ich hab dich schon deaktiviert. Das wollt ihr nicht! Das war ein Hallo, das war deine. Falsche Gedanke. Ich hab doch meine deaktiviert, wieso bauen die noch? Okay, ich hab hier gekappt. Meiner ist jetzt. Und weil ich die abbaue, machen meine das jetzt noch. Das wollte ich nicht. Spaghetti. Doch, das wollte ich, aber ich wollte das anders. Ach geil, das mache ich wann anders. Scheiß drauf. Naja, bis Green Science baue ich immer noch Spaghetti und dann geht's meistens ins Cityblock Design. Oh, Cityblock habe ich auch noch nie gebaut, aber habe ich schon ein bisschen gesehen, so wie das aussieht bei manchen. Finde ich interessant, aber ich bin eher Team Mainbus. Hätte ich gesagt. Puh, wo kommt das denn jetzt? Ach, das sind die Grünen. Okay, also Kupfer ist angeschlossen, ja? Ja, aber nur ja. Ein bisschen. Das nur ein bisschen, nur ich habe nur zwei Lanes. Ja, ich mache alle Öfen mal im Rand, weil die werden gleich aufgebraucht sein. Ja, mach das. Die laden ja noch das ab, was gerade in Produktion ist. Die produzieren ja bis 100. Ja, und dann ist alle. Mach das mal eben so. Mainboss, hast du halt Probleme, wenn du in Richtung 1000 SPM gehen möchtest. Ja. Ich glaube, wenn du halt so einen Spielstand machen möchtest, wo du richtig viel Space Science, übrigens, Space Science per Minute oder Science per Minute ist das, ne? Falls ihr es nicht wisst. Achso. Also 1000 SPM ist halt schon fucking viel. Dafür brauchst du die andere Base als nur ein Mainbus. Du könntest das auch mit Mainbus machen, dann brauchst du aber einen Mainbus, der richtig viele Lanes hat. Besser als eigentlich, wenn du auf so ein Endgame-Ziel gehen möchtest, also so eine Riesenbase vorhast, dass du dann eigene Produktionslager überall baust. Und das kannst du halt entweder mit dem City-Block-Design machen oder halt auch mit Mainbus, aber halt mehreren Mainbuses überall verteilt, so ein bisschen, ne? Aber du kannst das halt nicht auf so einem kleinen Area machen, wie wir jetzt hier. Das ist, funktioniert halt nicht. Habe ich auch ewig mal vorgehabt, aber jedes Mal verliert mir völlig die Lust daran. Jedes Mal, wenn ich denke, ah, jetzt mache ich eine riesen Base und dann mache ich jetzt nochmal eine neue Produktion, denke ich mir so, nee, kein Bock. Da verliere ich immer das Interesse dran. Die Motivation. Okay, aber sonst sieht's doch gut aus. Wir haben jetzt alles in Produktion. Es läuft durch. Stahl ist komplett voll. Sehr schön. Und ist das Plastik?
Plastik auch, geil. Ja, Plastik auch. Stein ist ein bisschen kreblich. Das heißt, ihr könnt unten den Mainbus jetzt richtig schön erweitern. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr das machen, weil Produktionen sind jetzt durch. Ich weiß gar nicht, was macht ja, Stefan eigentlich? Ah, ja, du machst die 4, okay. Was ist mit Stefan? Was machst du? So. Stefan, was ist mit dir? Ich bin am Arbeiten. Okay. Ja, aber es ist Sonntag. Ja, ich bin fleißig. Ja. Immer sonst kannst du da unten ja schon Science machen. Was für Science? Ich hoffe blaue oder was, wie auch immer. Rote, grüne und blaue schon mal angefangen. Aber mach erst mal rote und grüne. Weil das hier oben, das müssen wir alles umverlagern. Sonst müssen wir immer Ressourcen nach oben mit splitten. Das ist ja scheiße. Ich würde gerne so weitergehen, dass wir alles am Mainbus produzieren und möglichst nichts mehr hier oben. Weil das ist echt krepelig. Also so ungefähr die Anzahl an Assemblern, die wir oben haben. Wir haben hier 10 für rote und 12 für grüne, würde ich erstmal so lassen. Also wenn du ungefähr so eine Produktion machst für so 12 grüne und 10 rote, das müsste okay. Erstmal reichen. Und ich gehe jetzt die dann wieder hochführen später, ne? Ne, wir machen dann einfach Labs unten, sobald das unten läuft. Wir können die ja umsetzen. Okay. Wieso habe ich keinen Strom? Ist auch einfacher, wenn wir dann noch weitere brauchen, weil wir brauchen noch, müssen auch Military Science nach unten verlegen, wir müssen dann blaue nach unten verlegen, wir müssen auch niederne runter, also Purple Science runterlegen, wir müssen noch gelbe. Das wird alles asozial, wenn es immer weiter nach unten geht und die Science ganz oben ist. Nur mal so als Tipp für euch, sind Lasertools gerade nutzlos, holt euch lieber Flammenwerfer. Ich gehe mal eben auf Klo und Stefan diskutiert das mit dir. Viel Spaß, Stefan. Bruder, das hat mich gebrochen, sagen wir es mal so. Die Reichweite der Flammenwerfer ist leider nicht lang genug, dass man da an die scheiß Geschütze rankommt. Und alleine jedenfalls kommt man da nicht hin. Da braucht man schon ein paar mehr Leute. Ich bin heute erstmal. Das war ich leider nicht. Auch meine Dudes. Oh, jetzt gehen die Roboter wieder. Was ist denn los? Hatte ich einfach keinen Strom? Oder was ist das gewesen? So, ein 8 zu 6. Ne, 6 zu 8. Und das ist so ein großes Teil, Mann. Das ist so ein großes Ding, Junge. Ja, ich musste bisschen von meiner Bastion abbauen, damit ich hier irgendwie Platz habe dafür. Damit ich den Filter, also den Balancer, reinkriege. Der Gerät. Nur viel zu viele Mauern. Ja, kann ich ja nicht. Was zum Fick? Wieso hat das abge... Was für ein Schwanz? Campsclan macht man so oder so mit einem Panzer, damit ein Hittest du halt die Camps. Ja, Panzer brauchen wir auch, damit man schön drüber knötern kann und dann bisschen reinballern noch. Macht mehr Bock als ohne Fische, vor allem. Wir haben ja gar keine Seen. Das hat die alles auch ausgestellt. Kann man gar nicht regenerieren. Man hat nur seine Schilde. Und wenn die ausfallen, ist man am Arsch. Ja. Ungefähr, ja. Der hat nur rumgeheult. Hör nicht auf ihn. Er hat halt vorhin versucht, einen Camp in die Riesenwürmer zu klären, aber Range hat alles. Ja, das ist halt schwierig. Mit Flammenwerfer pushen können wir halt total vergessen gerade. Das, ne. Zum Verteidigen, ja, Flame Turrets sind unfassbar gut zum Verteidigen, aber zum Angreifen, komplette Grütze. Das ist leider schwierig. Naja. Camps clear macht man eh so oder so mit einem Panzer, damit one-hittest du die Camps. Das ist richtig. Das habe ich total vergessen. Ja, Vanilla sind Tanks unfassbar gut. Also ihr könntest auch einen Tank bauen. Das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich hab nur Rampant-Erfahrung, ey. Ja. Die geliebten Zweier-Lasertürme auch nicht da. Nope. Alles anders. Nichts mehr so, wie es alles mal war. Jetzt kommen die da oben schon rum. Ja, ein Panzer ist sehr gut, weil bei Rampant scalen die Nester ja auch immer weiter hoch mit HP. Hier ist das ja nicht so. Die haben ja hier noch moderate. Hey, so ein Nest hat so 350 Trefferpunkte, ne? Bei Rampant haben die so 500.000 gefühlt. Tank bauen und mit diesem Einzelschuss, ja, One- oder Two-Shot ist so Nester.
Das geht sehr gut. Würmer dauern ein bisschen länger, aber sind trotzdem noch machbar. Habe ich mitbekommen, das war lieb gemeintes Necken oder Mobbing, je nach Sichtweise. Hey, brauchst nicht alles so ernst nehmen, nee, alles gut. Was jetzt? Was auch immer Stefan dir angetan hat, alles gut. Hä, was habe ich gemacht? alles diskutabel. Hast ja ich habe auch keinen Skill. Du hast ja auch einen Kappa geschrieben, also jetzt mal würdig. Wenn ich jetzt gerade, als ich weg war, dir irgendjemand was Dummes gesagt hat, weil du einen Kappa da drin hast, dann hat keine Ahnung. Was soll das? Ich habe jetzt irgendwie eine 80er-Musik auf einmal, ey. Ich muss mal wieder meine Musik umschalten. Ich hatte die ganze Zeit so geilen Jazz, Electronic Jazz. Electronic Chess? Ein Schach? Jazz. Jazz, Electronic Chess habe ich mir einfach angehört. Einfach so ein Match von irgendwie. Reiter auf B2. So. Oh mein Gott, so ein geiler Sound, Bro. Bro. Dabei zocke ich so gerne. Also Electronic Chess. Wenn man, was man gerade macht, so einen intellektuell unterfordert, dann hast du so währenddessen noch so ein Schachmatch, was du im Kopf mitverfolgst. Hä, wäre voll lustig eigentlich. Warte mal, wenn man so ein Schachcrack ist, spielt so nebenbei irgendein Game und dann hört man sich so ein Audioformat an. Schon wild. Das wäre bestimmt lustig, wenn man das gleichzeitig nachverfolgen kann im Kopf. Das ist wahrscheinlich auch eine gute Denkübung. Ja, ja. Wenn du dann gleichzeitig noch ein Schachspiel auf dem Schirm haben musst, ey. Das war schon wild. Stell dir vor, das sagt dir jemand, was deine Hobbys sind. Ja, ich mache meistens andere Sachen, wenn ich so ein Schachspiel per Audio oder was? Also ich wäre schon krass beeindruckt, wenn er das hinkriegt. Oder okay. Sie. Wäre schon impressive, Alter. Yeah. Mit Robotern reparieren ist jetzt so einfach. So, also oder soll ich jetzt rote Science machen? Ja, oder, genau. Oder Chess ASMR, wo man nur das Spielbrett hört. Ja, stimmt. Das hat gerade Malerdinges reingeschrieben. Ja, Mint. War das so gemeint, Alter? Jetzt check ich, was du richtig gemeint hast. Ja, wenn man einfach nur so dieses Tippen hört. So, mega. Yeah. Nur die Figuren auf so einem Holzbrett. Boah, das finde ich mega geil beim Zocken. Chess ASMR, Ambiente Sound. Oh Gott, eine Stunde. Ja, das hast du gemeint. Ich habe das nur so kurz gesehen und dann haben wir darüber geredet. Dann habe ich es nochmal überlegt. Ach, das meint er bestimmt. Mm. Das ist einfach immer so ein. Aber wisst ihr, was geil ist mit ASMR? Wir hatten damals. Boah, da war ich ein Knirps. Das war nicht richtig spektakulär. Wir hatten so ein Spielfeld aus Stein und Glasfiguren vom Schach. Das war richtig edel, Alter. Der ist sowieso Beste. Muss ich mal lernen eigentlich. Ich weiß nicht mehr. Wenn ich so heutzutage sowas google, finde ich das irgendwie nicht mehr. Oder ich bin einfach zu dumm dafür zum googeln. Schach habe ich auch nie gelernt, also wie es richtig funktioniert. Wenn man nur ich habe bestimmt Bock. Kurz. Ja. Wenn man dann so ein Spielbrett irgendwo random sieht, ja, lass mal zocken, Alter. So im Park. Ja. Oder so ein Rennen an so ein Ding siehst. Das beste Schach ist tatsächlich, wenn du in so einem Spiel, so wie hier zum Beispiel, einfach nur so AFK Schach spielen könntest, weil dann hast du automatisch schon die Regeln, du weißt, was du platzieren darfst, was nicht. Dann macht das wirklich Spaß, weil dann kannst du keine groben Fehler machen. Ja, du stimmt. Weißt, was ich meine. Ja. Aber dann, ich bin immer verwirrt, wenn ich dann nicht weiß, wie die Regeln sind und dann mir gesagt wird, nee, das kannst du da nicht hinsetzen. Und ich so, warum denn nicht? Weißt du, man muss ja trotzdem wissen, wie die Regeln sind. Oder? Ja. Aber ich kann natürlich keiner bescheißen, das ist richtig. Kriegen kein Eisen? Gut. Kommt aber auch gleich. Hab schon wieder angeschlossen, alles gut. Wie? Das muss man auf Rot Guardrail werden, glaube ich, oder? Nee, ich hab's gerade wieder angeschlossen. Es hat eine längere Zeit gar nicht gelaufen. Okay, deswegen. Ja. Tja. Ich wollte eigentlich nicht, dass es passiert, aber. Dass ihr es merkt. Was hast denn du da gemacht? Weißt du, dass die gerade nicht hinter den Zug geliefert werden? Ja, mach ich noch. Aber was machst du da? Lass mich mal ganz kurz zu Ende machen. Dann siehst du's. Ja, aber das ist falsch. Warte, doch eine motherfucking Sekunde. Ja,
Er nervt hier. Hä? Biter, wo? Oh Gott, hier ist noch ein riesen. Das hält noch. Ja, da bin ich jetzt gespannt, wie du das jetzt rumreißen möchtest. Ja, so soll es ja gerade nicht sein. Und schon alle. Ich kann es auch hier wieder aufteilen, dann kann es... Dann läuft es nicht hier hin. Ja, aber so werden doch... Also ich verstehe. Ja, ah, ja, du, egal. Also, das, in diesem Design ist das ja schon so gebaut, dass der das macht. Weil ich glaube, das soll es aber so machen. Okay. Und anscheinend funktioniert es nicht. Nee, dann hast du es halt nur, nur verschlimmert. So. Ich lerne, Bro. Ich bin nicht. Oh, wieso haben die doch keinen Strom? Ich bin nicht 1000 Stunden drin. Ich kann nicht. Fehler machen. Wieso haben die da unten keinen Strom? Bei, beim Kupfer. Warte hier. Die haben nicht genug Strom. Die sind bestimmt nicht angeschlossen ans Netz. Läuft das immer noch am Solar oder was? Ja. Ach, Kacke, Mann. Dann zieh ich da mal. Hey, Stefan, hier. Stefan, mach mal da einen Pole hin, ne? Dann läuft das wieder. Kannst du da kurz hingehen? Stefan? Ja, aber da läuft das mit. Stefan? Da ist doch nichts an Strom. Doch. Ja, wo denn? Ach, unten über die Türwitz oder was? Ja, ja, über die gesamte Mauer läuft das da durch. Ach, verdammte Scheiße, ich habe gerade hier geguckt, so. Da ist komplett getrennt, so. Das ist komplett unnötig, dieser Waldweg. Deshalb wird das wahrscheinlich auch gerade nicht mehr klappen. Aber jetzt läuft's wieder, ne? Ja, jetzt sind sie wieder am Laufen. Okay. Dann ist jetzt eigentlich das nächste, dass ich hier das Thema Öl mache. Haben wir nicht irgendwo. Ja, wir haben doch irgendwo noch hier Brennstoff, ne? Höherer Flammenwerfer. Muni. Irgendwo am Herstellen? Was meinst du? Wenn ich jetzt richtig liege? Oh Gott, wo war das noch? Guck mal eben rein. Irgendwo hier muss das sein. Es ist nur ein kleiner Assembler gewesen, aber ich weiß nicht, ob der schon abgebaut wurde. Kann sein, dass der schon gar nicht mehr existiert. Ja. Vielleicht bei meiner Post. Hast du zufällig einen Flammenwerfer, Sönke? Ja. Ja, hab ich. Aber du hast auch nicht viel Money. Ja, das reicht auch nicht aus. Nee. Okay, was brauche ich denn? Ich glaube, ich habe den wieder abgebaut. Rohöl und Stahlträger. Na gut, dann zwecke ich das nochmal eben hin. Ich muss auch noch ein ganz bisschen. Money nachfüllen. So. Das wird dann in der Chemiefabrik wahrscheinlich gemacht, ne? Yep. Gut, dann halt so. Ach, das ist der falsche Ort hier. Munition. Ich muss sehr viel Munition nachfüllen jetzt. Wäre auch schlau, zwei Waggons hinzusetzen. Das Prinzip von Reinzwecken wird einfach weitergegeben hier. Von Generation zu Generation. Ah, ich habe noch zwei Güterwaggons. Maschallah. Sag mal, Dima, kann es sein, dass beim Main-Bus hier Stahl fehlt? Nee. Ah ne, das kam später, ne? Das kam später, das kam rechts dazu. Das ist unten. Das habe ich da komplett an den Schienen lang gequetscht. Jo, stimmt. Jetzt erinnere ich mich auch wieder, dass wir das dann umgelegt haben. Digga, meine Trash-Slots hier sind alle voll mit Yellow Insertern, Yellow Belts, Kohle, zwei Pistolen. Oh, ja. Aber ist es aktuell noch einfach eine Art zweites Inventar? Ja, richtig. Weil noch hast du ja nicht den Befehl, dass du es automatisch löschen kannst. Naja, aber so eine automatische, also mit Roboterproduktion wäre es schon cool, wenn wir das alles hätten. Wenn die ganze Base hier mit Robotern bestückt wäre. Ja. Ja, wir müssen das echt auf Rot upgraden. Also ich denke, wir müssen... ich glaube, das Einfachste ist, dass wir auf Panzer gehen und damit die Nester wegmachen. Das ist wahrscheinlich auch das ressourcenschonendste. Und am wahrscheinlichsten, dass ich überlebe. Na, seid ihr mal nicht so 100% sicher, ne? Wenn du umringt umzingelt wirst, Panzer hat kein Momentum mehr, dann bist du auch tot.
Dann überlebe ich halt ein paar Sekunden länger. So, ich fucke jetzt hier den Wald ab, ja? Den da. Viel Spaß. Komm vor dem Sonnenuntergang wieder nach Hause. Wie ist die Windrichtung? Und dahin. Okay. Dann fackel ich hier unten als erstes ab. So, Pyromane, let's go. Warum bin ich erreichbar? Hat doch überhaupt keinen Sinn. So. Ich hoffe, das startet auch. Was sieht gut aus. So, dann mache ich mal die Verteidigung noch ein bisschen. Vorhin habe ich auch in so einen Wald reingesprüht und das hat überhaupt nichts gebracht. Da ist nichts angezündet. So, warte mal. Oh, das ist viel zu nah dran an der Linie. Kann ich hier den linken Teil auch schon mal wegbomben? Da sind auch schon Bäume, Alter. Unnötig. Sauerstoff, also pff, auch sowas. Ja, die schwarzen Rauchschwaden ziehen übers Land. Schön. Ein schöner Anblick. Ein schöner. Hat jemand Marshmallows dabei? Das Ende der Welt. Mit Marshmallows. Ach ja. Die Arschmallows. Ganz kurz weg. Arschmelon. Der Bruder für Postmelon. Mhm. Ach, warte jetzt schon wieder. Ah. Ja. Gut, dass ich das gerade aufbaue. Motherfuck. Brauch unbedingt hier noch Feuer. Das kann ich mir easy besorgen. Bis hier wir kriegen gerade Power-Probleme, weil oben kann nicht genug Kohle ankommt. Da gehe ich mal hin und fix das. Du Fixer. Ja. Kriege ich das denn da durchgemogelt? Ui. Alles klar. Excuse me. Entschuldigung. Also da wir jetzt das Thema mit Eisen geklärt haben, Öfen sind gebaut, Stahlöfen sind gebaut, Kupferöfen sind gebaut, ist jetzt das nächste Problem Erz. Brauchen wir Erz. Und die Lösungsvorschläge? Ja, offensiv rein, Digga. Mehr Erz. Eddie, kannst du einmal bei mir schauen? Kannst du bei mir einmal schauen, der Zug, der sagt immer, Ziel nicht erreichbar. Was habe ich falsch gemacht, dass der nicht zum Ziel kann? Und unter dem Zug ist aber auch, dass wir uns jetzt nämlich hinsetzen können. Wo soll der hin? Schwefelsäure Loading. Okay. Und das ist. Ist das falsch geschrieben? Ja, fehlt noch ein A vorm O. Ach ja. Ich gucke ja. Mal, wo ist denn. Uff. Uff. Ah! Hast du den beidseitig? Ja, aber mit zwei Waggons. Das heißt, dort ist das auch so gebaut. Da fehlt noch ein Signal. Du musst bei der Station beim Loading. Ich setze sie erstmal hin. Also ich, hier, ne? Da? Siehst du wo? Da habe ich doch schon ein Signal da oben. Richtig, aber das Signal zeigt ja nur auf zurück. Das heißt, du musst auf die andere Seite auch noch einsetzen. Oh, weil der Zug ja, in die Richtung okay. Noch muss. Oh, das ist ja richtiger Beschiss. Ja. Das ist der Spaß mit zweiseitigen Zügen. Oh. Ja, ich gehe da schon hin. Man hört den Spaß. Oh. Boah. Wir haben Alter, Spaß. Das Eddie, guck dir das an. Dieses Nest.
Es hat sich hier eingeschlichen. Oh Gott. Naja, ne? Kann man noch so Turrets an den Zug heften, sodass der die noch beim Vorbeifahren wegmacht? Das wäre cool. Hä, hey, warum fährt er denn jetzt auf einmal wieder? Ja, weil Stefan gerade durchgegangen ist und das Signal hin platziert hat. Dankeschön. Kein Problem. Brauch Stahl. Mach fucking Stahl, gib mir Stahl. Das schmeckt. So. Ja, Stahl in Massen aufsammeln ist echt satisfying. Geil. So, Rote Muni läuft ganz gut. Uiuiuiui. Der Kohlezug konnte gerade nicht weiterfahren, weil vor ihm eine Armee von Bitern war. Und dann haben die Turrets die Biter weggemacht. Holy shit, das war knapp. Ja. So. 12 Flammenwerfer, ja, das reicht. Wie mache ich denn? Also ich glaube, vorteilhaft wäre, wenn die Mauer hier unten von Stefans Bastion all the way hochgeht und dann da oben links connected. Ah, okay. Das wäre das, was ich als Idealvorstellung hätte. Weil wir dadurch, dadurch könnte ich die Unloading Stations alle in diesem Bereich verlagern nach rechts und wir hätten in der Mitte, wo jetzt die Stationen sind, viel mehr Platz für Öfen und da können wir viel mehr machen. Das wäre der Platz, den wir unbedingt brauchen. Mach ich mal eben kurz eine Flammenwerfer-Geschützproduktion auf und dann kann es losgehen. So, und ich kümmere mich jetzt mal um Panzer. So, Raketenbrennstoff erstmal abbrechen. Wir brauchen Panzer als erstes. Die haben Kanonengeschoss und Panzer direkt mit dabei. Brauchen wir Sprengstoff? Wie ist das eigentlich, Sadie, wenn man etwas abbricht? Ist das dementsprechend so, dass dieser Fortschritt entfällt? Nein. Oder speichert er das? Er speichert das. Das siehst du, wenn du nochmal T drückst, dann ist da so ein kleiner Fortschrittsbalken bei ein paar Sachen. Wie bei der fortgeschrittenen Elektronik zum Beispiel, der schon zur Hälfte erforscht. Ja, also es bleibt alles erhalten. Gibt es nicht noch Upgrades für die Kanonenmuni? Anscheinend nicht, ne? Ist auch rampant. Ah, nee, doch! Mit Feuerrate generell werden auch die Kanonengeschosse erhöht. Okay, verstehe. Ja, das ist doch eine gute Sache. Haben wir eigentlich schon die Pump-Shotty? Die wäre auch cool. Also eine Shot hier haben wir auf jeden Fall. Ja, aber da gibt's Schrotflinte. Da gibt's noch eine zweite. Die haben wir? Ja, haben wir. Ah, sehr gut. Aber wir haben noch nicht die die panzerbrechende Munition dafür. Ja, damit ist die noch useless, glaube ich. Die kriegen wir erst mit gelber Science. Okay, das ist noch weit hin. Warum kriegen wir jetzt gerade eigentlich keine blaue Science? Das liegt bestimmt daran, dass wir hier oben keine roten bekommen, ne? Ja. Rote haben wir da unten produziert. Die müsste ich eigentlich alle mal nach oben schieben, solange das noch nicht läuft. Ich sehe gerade, Dima ist ein bisschen overthinking, was so rote Science angeht, oder? Ich versuche das einfach nur schön hinzuklatschen. Und ich überlege gerade, was die beste Methode wäre. Ich auf einen Band, ich weiß es gerade nicht. So, da muss ja eigentlich Red Belt. Müssen wir Red Belt auf. Können wir wieder mit Long Insertern arbeiten, ne? Im Grunde so machen wie da oben. So ein bisschen. Ja, das mache ich wahrscheinlich unten. Ich wollte den Platz hier links ausnutzen. Ich muss irgendwie nur Kupfer drauf kriegen. Ja gut, dann hole ich jetzt erstmal ein paar rote Circuits per Hand runter. Das reicht dann. Benutzt doch einen Rate Calculator, dann braucht ihr, dann könnt ihr euch einfach auf zum Beispiel 100 SPM festlegen und schauen, wie viel ihr braucht. Ja, das wäre aber auch mir schon zu einfach. Way too easy. Ja. Ich mach das schon mit dem blauen Science, ne?
Achso. Okay. Außer wenn du das machen möchtest. Ja, ich wäre jetzt gerade dabei, aber okay, mach du das. Auch gerade wieso rote Science. Und ich habe jetzt genügend. Ich glaube, das war das Einzige, was da oben fehlte, ne? Wie soll ich denn da zugreifen auf das Stahl? Underground Belt. Tja. Boom. Ah ja, okay. Oh mein Gott, Alter. Fritz, die scheppert aber. Ihr boomst. So, was meinen noch für die Motoren?